Moin Leute, heute habe ich eine neue Folge So schlecht kann man nicht fahren für euch. Wenn ihr mir eure Dashcam-Videos senden wollt, könnt ihr das dann jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse machen. Legen wir los! Tun wir mal so, als ob da gerade etwas Normales passiert ist. So ein Alltagsauto will doch jeder haben. Der hat in keinem Moment gebremst. Der hat einfach draufgehalten. Der es aufgenommen hat, wusste ganz genau, was passieren wird. Warum fährt man so schnell, wenn es so eng ist? Wie kann man nicht sehen, dass es nicht passt? Absicht oder nicht? Was sagt ihr? Da saß doch einer drin. Warum hat er nicht einfach die Handbremse angezogen? Der LKW-Fahrer hat wirklich gut reagiert. Wenn man nichts sieht, sollte man nicht überholen. Genau wegen solchen Leuten wurden Dashcams erfunden. Man kann wirklich froh sein, dass der da stehen geblieben ist. Andere hauen einfach ab. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ohne Dashcam könnte der sagen, dass er ihm hinten drauf gefahren ist. Das sollte anscheinend eine Abkürzung sein. Das war's doch wieder einmal komplett.
Freunde, welches Video fandet ihr am krassesten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 1 am krassesten und die Nummer 12 am besten. Bei der Nummer 1 sollten die mal darüber nachdenken, warum der Typ die Tür überhaupt aufmachen konnte. Der hätte auch an der nächsten langsamen Stelle aussteigen können und einfach gemütlich wegrennen. Bei der Nummer 12 sieht man, dass man sich nicht unnötig im Straßenverkehr aufregen sollte. Solche Leute werden ihre gerechte Strafe schon bekommen. Hier hatten wir das Glück, dass wir es noch miterleben konnten. Echt krass. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, eine Bewertung dazulassen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.